Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 8. März. Heute kommt er aus Houston und dabei haben wir Oculus Rift, Snap, YouTube Studio, WhatsApp Beta und Google Duo. Beginnen tun wir mit Oculus Rift, das Virtual Reality Headset. Ja, und die haben sie in die richtige Ei ins Nest gelegt. Irgendjemand hat verbockt in der Firma, denn die Dinger funktionieren nicht mehr. Und das liegt daran, dass ein Zertifikat abgelaufen ist und man bekommt eine Fehlermeldung, can't reach Oculus Runtime Service. Tja, und dann passiert nichts mehr. Einige Nutzer haben das wohl umgangen, indem sie die Uhr zurückgestellt haben, aber das ist ja auch nur ein Workaround und Stand jetzt gibt es noch keinen Fix von Oculus. Also spannend und sehr peinlich für die Firma. Snap, die Mutterfirma von Snapchat, die werden jetzt wohl an die 100 Mitarbeiter entlassen. Sie hatten bereits im Januar ein paar Dutzend Mitarbeiter entlassen, aber jetzt kommt laut CNBC und Cheddar nochmal eine Rutsche nach. Also um die 100 Mitarbeiter, größtenteils aus dem Engineering Department, werden entlassen. Das liegt wohl daran, dass Snap sich ein bisschen anders aufstellen möchte und daher das Personal austauscht. YouTube Studio, das ist das Kanalverwaltungssystem von YouTube. Das war in der Beta und das verlässt jetzt die Beta und wird der Standard für alle YouTube-Creators. Man kann zwar immer noch zum Classic-Modus zurückwechseln, aber das YouTube Studio soll halt die Zukunft sein und man bekommt gleichzeitig auch noch neue Statistiken dazu geliefert. Also, wenn ihr YouTube-Videos macht, dann guckt euch das mal an. Vielleicht gefällt es euch ja. WhatsApp, wenn ihr Android-Nutzer seid, in der neuesten WhatsApp-Beta ist ein ganz tolles Feature, in Anführungsstrichen, und zwar ein adaptives Icon. Mit Android 8.0 Oreo hat Google ja diese adaptiven Icons eingeführt, die sich an Look and Feel alle irgendwie gleichzeitig orientieren, damit sie wie aus einem Guss aussehen. Und da macht jetzt auch WhatsApp mit. Also, vielleicht nicht das Riesenfeature, aber für die adaptiven Icons nutzen, bestimmt eine schöne Sache. Und zu guter Letzt, wenn wir schon bei Android sind, können wir auch gleich bei Google bleiben. Die App Google Duo, das ist die Videotelefonie-App von Google, die bekommt nun eine neue Funktion, und zwar Videonachrichten. Und Videonachrichten sind sowas wie eine Art Videoanrufbeantworter. Also, wenn ihr jemanden anruft und der nimmt nicht ab, dann könnt ihr eine Sprachnachricht lassen oder eine bis zu 30 Sekunden lange Videonachricht. Also ähnlich wie auf einem Anrufbeantworter, einfach was draufsprechen und die Person kann das später abhören bzw. sich hier angucken und dann gegebenenfalls reagieren. Ja, und das war's auch schon für heute. Ich wünsche euch einen guten Start in den Donnerstag und wir hören uns morgen aus Austin wieder. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.